Unser Vorrat an Kobbeln in der einen Kiste geht langsam leer, seitdem da die Auto-Kobbelei nicht mehr dran ist. Ja, du kannst ja einfach eine Chest. Ja klar, aber trotzdem ist das unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass der geht. Ich pack da erst eine Kiste nehmen. Der Teamspeak laggt. Ja, Nö, extrem gerade. nicht Nicht mehr bei mehr, nicht mir. mehr. Noch um eine vakante Kiste, die wir nicht brauchen. Vakant? Warum vakant? Warum nimmst du nicht ein normales Wort? Leer. Danke. Warum nicht gleich so? Ich wollte Professionalität hier mit reinbringen. Ah nee, lass das mal. Nee, das braucht man echt nicht. Mit deiner unglaublichen Intelligenz hier punkten. Punkten. Intelligenz. Punkten vor allem. Hast du mal gerade noch Fackeln da zufällig? Nein. Ja. Niemals. Nee, Reicht. Ich bekomme in der letzten Zeit immer wieder so ein paar schöne Spam-Mails von wegen, dass die Leute eine vakante Stelle haben, auf der ich gerne arbeiten könnte. Auf RTL oder wie? Nee. Ich brauch noch eine Fackel. Also, jetzt reicht ich nehme einfach einen, hier steht noch eine. Irgendwo. Nein, das ist die hier. Teilweise in Washington, teilweise in South Carolina. Die Städte wechseln mit jeder Mail. Dumm, wer das nicht annimmt. So, die zwei Reinforce-Dinger sind fertig. Okay. Ich baue ich mal die Erde fertig. Haben wir schon eine Gast hier? Haben wir schon mehr als genug, ja. Wo denn? In irgendeiner Kiste. Das tust du sogar schon mal als Airshot, als Schwachsinn, als Harvester, Reward bekommen. 6 Scheren. Wenn ich sie finden will. Ah, nee, doch nicht. Doch da. Dann muss ich jetzt Hühner töten. Haben wir ausgewachsene Hühner? Oder Federn? Weiß ich nicht. Hui. Hier ist Fleisch drin. So, 3 Ingwer-Äxte. Haben wir noch Ingwer in vernünftigen Mengen? Oder muss ich hier welches machen? Es geht doch schnell. Und nein, Ingwer. Das war 2 Eisen, 1 Nickel. So, wie funktioniert der Harvester genau? Oben dran. Und das war's. Naja. Wo ist unsere Huhnfarm? Ich hab keine Huhnfarm mehr. Die Hühner sind jetzt alle mit allen Tieren zusammen. Glücklich und zufrieden. Ich hab da aber keine Hühner gesehen, als ich da das letzte Mal war. Da sind auch keine Hühner. Also da waren welche. Da kannst du Hühnereier basteln. Beziehungsweise Spawnereier. Ja, ich brauche aber ausgewachsene Hühner. Ja, die spawnen ja ausgewachsen. Ja. Ach, meistens zumindest. Nicht immer, aber meistens. Habe ich hier nicht, ich habe kein Looting drauf. Schade eigentlich. Boah, die sind ja super billig zu bauen. Ne? Boah, da mache ich mir gleich einen Stack von. Übertreib's nicht. Das war kein Witz. Auch echt billig. Ja, du sollst auch nicht übertreiben. 64 Hühner brauchen wir nicht. Wobei doch, theoretisch, ja mach mal. Oder auch 2 Stacks. Wir haben noch bestimmt noch ein Autonomous Activator, den wir kurzzeitig mal entbehren können. Nö, wir brauchen eigentlich welche. Bloß bis jetzt war hier immer einer zu voll zu bauen. Hühner für alle! Hühner für alle! Halt, stopp! Die brauchen wir unten. Nein, die brauchen wir hier. Weil ich Federn brauche. Nein, die Hühner brauchen wir unten vor dem Slaughterhouse. Ich kann es eigentlich mir mal kurz geben, die Eier. Nee, das mache ich Gib schon. Gib mir deine Eier jetzt sofort. Gib mir denn.
deine Eier. Das sind meine Eier. Hier kriegst eins. Das reicht nicht. Mann, bist du unersättlich. Mann, bist du unersättlich. Nee, was? Unersättlich. Was? Ja, komm schnell. Warte, Spambot. Ja, pass auf, ne? Nicht, dass du hier Babys machst. Also der pinke Schleim ist so ein random Ding, oder wie? Sollte er nicht öfter kommen. Also zumindest mit Enderman. Ich hab's jetzt mit 10 Enderman oder so probiert. Ah, hier... Nee, das ist Fleisch. Was? Vielleicht kommt dieser pinke Schleim auch nur von Monstern. Das kann auch sein. Aber ich hab doch schon tausende Monster probiert. Creeper, Skeletons, alles mögliche. Vielleicht haben die einfach die Rate, in der das produziert wird, drastisch runtergesetzt in dem Spiel hier. Ja gut, das kann sein. Macht man den Pink Slime nicht aus Flüssigfleisch? Nee. Nee. Okay. Schade. Was macht man mit Ingots? Macht man den nicht? Okay, schade. Da ist noch ein Huhn, ey. Geh weg. Also was wir machen könnten, wäre die Monster da drüben von der Plattform hierher zu locken. Mal versuchen. Oder die automatisch reinfließen lassen in die Falle. Ja, nee. So viel Pinkenschleim brauchen wir auch wieder nicht. Naja, du siehst ja, wie selten der produziert wird. Nächste Frage, wie machen wir das, dass die so dumm sind? Macht halt einen kleinen, ich sag mal, Behälter, wo ihr die reinlockt und von da aus kann das Gefahr durchstocken. Genau. Ja, der Stein passt da super hin. Danke. Hey. Hey, da sollen Monster hinkommen, weißt du, ja, ne? Von oben. Wieso von oben? Ja, weil sonst die Hühner rausrennen. Ja. Hühner! Ja, wie willst du nur die rein und locken von unten? Okay, machen wir's so. Machen wir noch was hin. Eigentlich dürfte ja ein 1 breiter Durchgang reichen, oder? Weiß ich nicht, sehen wir gleich. Dann irgendwie die Brücke hier abschotten. Oh, die schießen schon. Was machst denn du da? Ein Weg rüber zur Brücke. Wie wär's mit der hier? Nein. Dann kommen sie ja alle. Ja, das wollen sie doch. Jetzt noch nicht. Markus. Mensch. Mann, bist du kompliziert. Ja, ich habe euch schon gesehen. Übrigens glaube ich, dass der Harvester auch problemlos von der Seite hätte befüllt werden können. Egal. Ja, kann er auch. Ja, der Harvester kann nicht befüllt werden, Junge. Vollkommen egal. Ja, komm, glitz mich halt runter. Das gibt übrigens Interferenzen. Ja, Alter, bist du ein Arsch. Tele. Fick dich. Was soll sowas, ey? Ja, komm her. Ja, Tele. Nee, komm her, du kannst laufen. Oh, ist die Brücke. Kleiner Penner, ey. Was soll so ein Scheiß? Ich wollte. Was machst du? Kein Bock mehr, ey. Ich wollte nur demonstrieren, dass das Interferenzen gibt, wenn du eine Blöcke implantierst. Ja, das habe ich gemerkt und wäre dadurch fast gestorben. Fick dich. Ein Problem. Hey, keine bösen Wörter. Was ist denn? Ich werde dich hier mit dem ganzen Scheiß vollgestopft. Oh, danke. Halte ich den ganzen Scheiß wieder da rein, ist mir nicht egal. Das sollte man vielleicht anders bauen. Warte. Warte erstmal, bis ich jetzt alles wieder reingestopft habe, okay. Bitte. Ja.
Okay. Habt ihr das immer noch? Mhm. Sollte. Ich hab einen Bogen mit einem halb kaputten Pfeil drin. Jetzt ist das nur noch ein Bogen. Ich hab irgendwie den Pfeil verloren. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Toll. Die Schleimbäume sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn man sich mal anschaut. Die sind eigentlich hübsch. Die passen irgendwie zu dem Gebiet, in dem wir drinstehen. Okay. Ach, die U-Bahn. Schon fast fertig. Die bringt uns eigentlich nicht mehr wirklich was, aber okay. Ist die wenigstens ein Kreislauf, oder? Ja, die wird... Okay. Kann man rumfahren halt und so. Ne? Ja, ich mag sowas. Ich meine, wir müssen ja nicht immer uns strikt nach der Questlinie richten und so. Naja, ist auch richtig so. Kleinigkeiten, die es einfach schöner machen. Hat eigentlich wer meinen Crescent Hammer? Nö. Ich hab einen Diamond Hammer. So, Airshard ist fertig. Ich schau mal kurz, ob das mit Item Ducks funktioniert hier, ne? Haben wir auch noch da. Mhm. Ja, die kannst du auch selbst anschließen. Geil. Nice. Oh, fuck. So, der harvestet die Dingsteile. Entschuldigung, funktionieren die Item Ducks auch so, dass die Priorität auf den kürzesten Weg legen und dann weiterfahren? Du kannst das einstellen mit nochmal Rechtsklick. Wie meinst du das? Ich schau mal rüber. Nee, ich meine, ich habe eigentlich. Ja, wenn du mal schaust. Hier oben wird, kommt Salat raus. Okay. Hier. Ha? Und der pflanzt Salat. Das heißt, habe ich gedacht, dass ich einfach hier reinleiten kann, dass sich der erstmal füllt und dann. Die Pipe hier länger mache, dass der eben primär auf den kürzesten Weg geht, den immer voll hält und dann. Ja, das läuft so? Das okay. Geht, ja, das geht. Da gibt's auch noch so ein zusätzliches Dings. Wenn's einfach so läuft, ist mir das recht. Also eigentlich praktisch so dann. Sowas. Ja. Aber ich würde das dann noch hinzumachen. Ah. Okay. Das heißt dann praktisch diese Route am besten nicht benutzen, wenn's geht. Ah, das heißt, ich pack das einfach da unten dann hin anstatt. Hm. Ja, das kannst du mit Rechtsklick machen. Wenn du Rechtsklick auf irgendwas machst. Mit der Crescent. Ja, ich hab den Hammer ja nicht. Toll, ach so. Den einen da oben kannst du wieder wegmachen hier. Der soll ja sofort genutzt werden. Ah, perfekt. So. Und grün ist dein Primärnutzen, oder? Mhm. Dann kannst du auch einen noch grün machen, einfach nur um komplett sicher zu gehen. Oh. Hm. Tu mir den Gefallen. Ja, okay. Nice. So, das ist Input. Nochmal Crescent Hammer. Ich hab den nämlich nicht. Einer muss Output werden hier unten. Hm? Ach so. Jo. Danke. So, dann stelle ich hier mal einen Barrel hin. Am besten einen Unendlichkeitsbarrel, obwohl. Wenn wir es einfach nur immer wieder, wenn das 64x64 hat, irgendwie in. Also auf einsenden geht, geht das ja. Barrel. Einfach nur so ein Barrel ist auch schon interessant. Barrel. Kannst du von allen Seiten befüllen, ne? Mhm. Gut. So. Ich glaube, in der nächsten Nacht laufen wir dann wahrscheinlich Pink Slime bekommen, wenn es nicht rausgenommen wurde. Habe ich hier noch. Passt schon. Okay, erzähl.
Was mich ja wundert, ist, dass wir bis jetzt noch keinen einzigen Enderperle aus der Mobfarm gekriegt haben. Eigentlich sollten die spawnen. Ist das mit, nicht mit Wasser da oben? Nee, das ganz oben ist mit Conveyor Belts. Achso. Aber wir kriegen noch keine Enderköpfe, oder? Ja. Die teleportieren sich wahrscheinlich weg, sobald die da auf die Stacheln kommen. Das ist möglich. Ja, das ist ja so sozusagen. Oh, wir haben 5 Enderperlen hier fertig hier oben. Okay. Haben wir eigentlich noch irgendwo eine Kiste mit dem ganzen Salat drin, oder ist der mittlerweile verschwunden? Ich tue das gleich immer weiterverarbeiten. Aber du kannst den Salat ernten. Ja, okay. Nein, nicht mit. Mach mit Rechtsklick. Wie mit Rechtsklick? Rechtsklick ernten. Ah, ich wusste nicht, dass das bei denen geht. Klar geht das. Ich war doof. Sorry. Die Samen kannst du ja auch in das Barrel reintun. Ich bin doof. Ich wollte die Hand vielleicht leer haben, während ich klicke. Warte. Ach, diese Anfänger immer hier. Nee, ich hab halt nur nicht gewusst, dass ich gerade ein Item da in der Hand habe. Das habe ich erst bemerkt, als ich es im Gesicht hatte. Und ich habe ja Linksklick gemacht. So, wieder Pflanzen. Sag ich doch, diese Anfänger. Oh Mann. Aber zumindest weiß ich meinen Fehler. Also so ist hier nicht. Oben ist ein Ender-Lily, der fertig ist. Der Lily? Da sind einige. Okay, ich glaube, dann konvertieren wir die jetzt einfach mal zu Endstone. Ja, die gesamte Ebene kann man eigentlich austauschen. Ja. Also ich habe 64, ich glaube, das reicht. Unter Umständen? Nee, nicht ganz, glaube ich. Das ist ein 9x9 Feld hier, das heißt, du brauchst 81. Du brauchst 80, ja. Okay. Aber du kannst die Großteil davon schon machen, also. Jo. Oh, da mache ich mit. Tun übrigens weh, wenn sie groß genug sind. Habe ich gemerkt. Das ist schön. Ich habe so viel Salat geerntet, ich kann mich damit erstmal wieder voll essen. Das ist aber ein toller Salatsort, einfach Ganzjahressalat, der wächst einfach immer. Den bräuchte man im Real Life. Ha! Pass drauf! Hat jemand gerade noch die Hall of Growth da oder so? Die liegt in der Kiste, ist okay. Immer schön aufgeräumt. Die Wachstumshacke. Wie viel hast du davon? Ein Stack, wie gesagt. Du bist also bis knapp um die Hälfte gehen. Oh nein, meine Maus spinnt wieder. Hui! Ach, scheiße. Hab ich das gerade richtig gesehen? Was denn? Du klingst nicht so glücklich. Ja, hier ist gerade eine Wasserquelle. Sich selbstständig gemacht. Ich hasse sowas. Wie kannst du nur? Ja, Wasser noch mal rausnehmen von oben. Eine von der mittleren. Ja. Weil ich hab fast jeden Stockwerk eine platziert. Oh. Jo, das ist ja egal. Darunter ist ja nur noch ein Loch. Es ist nur das Maisfeld, was mit Leidenschaft gezogen wurde. Wie hast du das denn gemacht, jetzt ehrlich? Beim Austauschen oben. Ah. Ja, also Abstand halten. Huch, ich hab schon wieder Hunger. Hunger. Ekelhaft. Widerlich. Da waren vorher mehr da, oder? Nee. Wie unglaublich viele Endermen sich gerade einfach hin und her teleportieren, ne? Kiwi? Boah, ich will ein paar Kiwis essen. Warum? Keine Ahnung. Bock drauf. Okay.
So, hier packe ich einfach zwei Stück Erde hin, weil mir das die Reling fehlt. Aber bald in der Nacht, ich will's doch hoffen. Auf der Minimap schaut's voll witzig aus, wenn sich da wer rumteleportiert. Ja, wieso? Ja, der Enderman springt halt rum wie Sau. Achso, ja. Praktisch, dass es gerade regnet, dann wird das Feld gleich nass. Ich brauche nämlich noch einen Wassereimer dabei, den platziere ich dann dahin, wo der Planter ist.